Ihr Lieben, ihr wisst jetzt, diese 6 Tage vor dem Jahreswechsel, die 6 Tage nach dem Jahreswechsel sind die Rauhnächte. Das heißt, es ist ja das Tor zur feinstofflichen Welt sehr, sehr weit geöffnet. Und was bedeutet das für dich? Es bedeutet, dass du ja dir wirklich Zeit für dich nimmst, dass du auf dich hörst, auf deine Intuition, dass du in dich hineinspürst. Und natürlich, es gibt viele Rituale, es gibt viele Dinge, die man tun kann. Und ja, ob man die in einer Gruppe, ja, mit anderen zusammen erlebt, ob man das einzig für sich alleine tut, ob man das ein oder andere tut, es ist nichts falsch. Und ja, ich habe für euch noch ein kleines Geschenk, ein Workbook. Ihr könnt euch das Workbook downloaden. Da steht wirklich zu jedem Tag, ja, die Basics, die dahinter stehen, dass du auch verstehst, was du tust. Ein, zwei Rituale und eben auch Dinge, die dir, ja, die dich mehr und mehr auf deinen Weg bringen. Lad dir das Workbook gerne runter und ja, es ist wirklich eine so, so wichtige Zeit. Und egal, ob du musst es nicht abarbeiten wie in der Schule. Geh rein, spür in dich hinein, was für dich notwendig ist. Und auch wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, jetzt habe ich ja 2 Tage verpasst, jetzt kann ich dort nicht mehr einsteigen. Nein, es ist ja alles im Feld, es ist alles energetisch, es ist alles im Hier und Jetzt und es geht auch nichts verloren. Und du kannst natürlich auch diese Dinge, wenn sie für dich wichtig sind, die du vielleicht hättest am ersten Rauhnachtstag machen sollen, die kannst du natürlich jetzt auch nachholen. Und das ist das Wichtigste, dass du wirklich lernst, frei zu sein und ja, dass alles offen ist, dass alle Möglichkeiten bestehen. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude, wenn du vielleicht ja das ein oder andere für dich ja während der Rauhnächte loslassen kannst vom vergangenen Jahr, wenn du dich neu ausrichten kannst für das kommende Jahr. Denn Fokus ist für uns jetzt so wichtig, dass unsere Schaffenskraft, dass unser Licht jetzt noch mehr in die Welt kommt. Und natürlich, es ist viel, viel einfacher, wenn wir unser Licht fokussiert auf eine Sache richten, anstatt überall versuchen, etwas aufzufangen und wir verlieren uns darin. Aber ihr wisst und ihr spürt in euch, was euer Weg ist. Und genau dort ist es eben, ja, es ist der Weg, es ist euer Weg. Und wo es sich richtig anfühlt, wo ihr reinspürt, ja, diesen Schritt möchte ich jetzt gehen, ich werde jetzt nicht mehr lange überlegen, ich gehe jetzt einfach diesen Schritt in meinem Leben, ich treffe diese Entscheidung und ich denke nicht mehr weiter darüber nach, ich warte nicht noch länger auf irgendwelche Zeichen, denn ihr tragt alles in euch. Ja, ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Freude, ja, bei diesen wundervollen, magischen Rauhnächten und ja, dann, wie gesagt, ladet euch gerne das Workbook herunter und viel Freude, eure Manuela.